Leute, ich glaube, ich frage mal Linda, was wir jetzt gerade machen. Linda? Was machen wir? Wir sind auf dem Weg nach Hamburg, also Richtung Hamburg. Da fahren wir durch, weil wir holen einen Kamin ab. Nicht nur irgendein Kamin, es ist ein besonderer Kamin, wo wir unser ganzes Haus mit heizen können. Das Wasser für ein ganzes Haus. Das Auto piepst hier. Der spinnt immer rum, der ist so komisch eingestellt. Ja, der ist eingestellt, dass er nicht schneller als 130 fahren darf. Wir haben uns einen Wagen ausgeliehen von einem Bekannten, deshalb da muss er immer ein bisschen langsamer fahren. Naja. Genau, wir fahren noch ein bisschen. Und 6 Stunden! Ja, wir haben schon einiges hinter uns. und dann holen wir den ab und dann haben wir einen schönen Kamin. Ich melde mich später wieder. So, 100 Jahre später, wir fahren immer noch. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben übrigens hinten unseren Kran mitgenommen. Das ist ein Motorkran, um Motor aus dem Auto rauszuheben. Ja, weil der Kamin ist super schwer. Wie viel wiegt der? Wie viel Kilo? 350, hat er gesagt. 350 Kilo, mein Gott. Und wir müssen den ja irgendwie raustransportieren und dann hier wieder reinkriegen. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, nachts irgendwann. Um 3 Uhr. 3 Uhr nachts haben wir ausgerechnet, mein Gott. Wir sind wirklich verrückt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch mal so Aktionen macht. Also war jetzt wirklich eine gute Idee mit diesem Kran da hinten. Den haben wir jetzt noch vom Henningsbruder abgeholt. Baustelle da hinten, 500 Meter. Ja, und wir kommen eigentlich ganz gut durch, so, ne? Bisher ja. Ja, also hat mal kurz Stau, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie ständig im Stau stehen. Und es regnet übrigens. Ja, es regnet schon die ganze Zeit. Zeig mal hier die Landschaft. Der Himmel mal wieder. Der Himmel hat uns mal wieder gut gemeint hier mit uns. Hat sein Loch geöffnet. Oh, ich muss jetzt mein Handy hochfischen. Oh, runtergefallen. Das passt jetzt natürlich auch. Handy angeln. So. Aber das Navi ja einstellen, ey. Wirklich sehr zäh. Hat heute Morgen noch gearbeitet und sind dann direkt los und fährt jetzt immer noch Auto. Sehr, sehr bewundernswert. Der Alarm geht mal wieder an. Übrigens ein Gangster hier. Hier mit meiner Kapuze. Stell dir vor, wenn jetzt in Holland. Du darfst nur 100 fahren. Schon wieder einer von Wacken. Und eine Flasche runtergefallen. Hier fällt die ganze Zeit was runter. Nein, der ist liegen geblieben natürlich. Ja, hier fahren übrigens auch die ganze Zeit so Autos rum, die auf dieses, wie heißt es? Wacken Open Air! Genau, Festival. Das ist ja jetzt bald. Übermorgen. Ja, voll das geile Wetter, ne? Die ganze Woche soll es nur regnen. Das ist blöd. Ich glaube, wir haben locker schon 20 Autos gesehen. Ich glaube, es wird ein Lava-Vlog. Ich muss ein Thumbnail ganz fett reinschreiben, Lava-Vlog. Bestimmt spuren die Leute die ganze Zeit so vor. Ja, das Geilste war doch vorhin so ein alter Chevy Leichenwagen, auch von mit Wacken aufgeschrieben. Ne? Leichenwagen, ja, das war ein original Leichenwagen. Wer erkennt diesen Song? Wer ihn erkennt, bekommt einen ganz tollen Smiley von mir. Wenn man es kennt, dann erkennt man es sofort. Ja, genau. Wenn man es kennt, dann weiß man, welcher Song das ist. Ratet mal. Wir lösen gleich auf. Nicht vorspulen. Okay, ich gebe euch eine zweite Chance. Zweiter Tipp. Linda, ich muss dir was sagen. Ja. Ich habe keine Lust. Geil. Ich habe auch keine Lust mehr. Wer hat es von euch erkannt? Ich hab keine Lust! Ich hab keine Lust! Schon durch. Mühleneichsen. Oldenhagen, Grebesmühle. Oh Gott, sag mir gar nichts. Hätte nie gehört. 500 Meter. 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 500 Meter.
super stark. Oh mein Gott, oh, diese lange Fahrt hat sich so gelohnt. Hat sich so gelohnt. Es wird noch ein Rätsel werden. Der Baum, ja, das ist eine Trauerweide, oder was ist das? Nee, eine Birke. Boah, hier geht's voll steil runter. Wo ist denn der jetzt? Der Typ? Da unten hinten. Wahrscheinlich. Ja, wir holen den jetzt aus so einer Garage ab. Jetzt parken wir hier gerade bei dem Herrn ein. Ach, das ist noch weiter unten. Nein, nein. Oh mein Gott, ist schon das gesehen. Gott, 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 es wird schon dunkel draußen. So ein schönes Haus hier, mein Gott. Werde ich nicht zeigen, Privatsphäre. Voll die Bäume hier, ey, vom Henning. Wie eine Waschanlage. Schlaf, mein Gott, schlaf. Ist das eng hier. Soll ich noch weiter runter? Nein. Oh, wir haben es geschafft. Die Herrschaften haben uns super geholfen, den tollen Kamin einzuladen. Der hinten. War so schwer. Der war so schwer. Und die Einfahrt hier, guck mal, wie steil sie hochgeht. Hier geht's super steil hoch. Das ist ein Ferienhaus. Ja, aber auch voll schön die Gegend hier, ne? Jetzt natürlich schon dunkel rechts geworden. Frei? Rechts ist frei, ja. Und jetzt müssen wir ein bisschen langsamer fahren, weil der ist echt schwer. Den haben wir gut hinten eingepackt, dass er auch nichts abkriegt. Och, raus. Boah, geschafft. Mit dem Rückwärtsfahren sind wir fast hängen geblieben in der dünnen Einfahrt. High five. Geil. Yay. Yeah. So, wir haben jetzt eben von dem netten Mann, da war ich super nett, einen Tipp bekommen, dass wir hier noch, wenn wir schon hier so weit gefahren sind, noch ein bisschen hier Sightseeing machen können in Boldenhagen, heißt das? Ostsee, Ostseebad ist das. Ostsee, genau, und das sind 4 Kilometer von hier und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich war noch nie so wirklich im Norden und Urlaub schon mal gar nicht so wirklich. Gell, dass sich das nicht entgehen hier, weil das ist Was hat er gesagt, links rum? Einmal komplett links, dann nochmal links, dann geradeaus. Ich hab's schon wieder vergessen, aber und dann Google. In die Innenstadt. 4 Minuten, meint er. Ja, 8 Minuten. Recht frei. 4 Kilometer, hat er gesagt. 8 Minuten. Und wir müssen jetzt hier aufpassen, weil... Das ist komplett Kopfsteinpflaster, ja, alles. Ja, es ist alles gepflastert und es wackelt jetzt hinten. Oh. Aber wir haben den Ofen zum Glück richtig gut festgemacht. Dazu, ja. Der ist so geil, der Ofen. Wir haben einfach mal jetzt im Winter, haben wir es warm im ganzen Haus. Nur noch Fußbodenheizung hier vorne und so. Wir haben es gerade so gefreut, wo wir uns den angeguckt haben, den Ofen. Wir dachten so, ja, die Fahrt hat sich definitiv gelohnt. Und er ist nochmal 100 Euro runtergegangen. Und er ist nochmal 100 Euro runtergegangen, das war echt cool. Und er ist nagelneu, der Ofen, also da ist wirklich nichts dran. Das Krasse ist, die werden nicht mehr produziert, du kannst sie so nicht mehr kaufen. Ja. Aber ich habe den Schornsteinfeger gefragt, der erfüllt noch diese Emissionsschutzverordnung, also den dürfen wir sogar anschließen. Ja. Und das darf man aber vielen Ofen mittlerweile nicht mehr. Ja, genau. Ja. Das ist gut. Und das ist eine italienische Firma, ne? Habe ich gerade gesehen. La Nordica. Da hat sogar noch die Schilder drauf. Ja, genau. Der hat den nicht einmal angemacht gehabt. Oh mein Gott. Nicht einmal angehabt. Also da waren keine Rußspuren, nichts. Der stand halt nur rum, weil er halt irgendwie in Asien war, hat er gesagt. Ne? Ja. Der war halt viel unterwegs. Da hat sich das irgendwie nicht gelohnt, weil es dann zu einer Ferienwohnung wurde. Also wirklich top. Kamin. Ja. Geil. Wir laufen hier noch ein bisschen rum. Sie sieht voll schön aus. Ich war mal früher in Norderney, früher auf Klassenfahrt, schon ein paar Jahre her, und das sah auch so ähnlich aus wie hier. Halt so typisch nordisch, ja. Und hier irgendwo ist auch der Strand, ne, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob es wirklich Strand ist, aber man kann hier runter. Ja, oder Ostsee oder irgendwo, irgendwas hat er gesagt. Jetzt merke ich gerade, ich krieg voll Hunger, hier gibt es einen Döner King. Dann lass uns doch jetzt zu essen. Döner King, ach, ist jetzt gerade so hell. Komm, wir essen was. Wir holen uns jetzt einen Döner. Wir holen uns jetzt, was. Meine Sicherungen fliegen schon raus nach der langen Fahrt. In der Sicherung brennt. Oh, ich hab voll Hunger. Oh, Döner King. Ich hoffe, der hat noch was. Ja, so. Die machen gerade so. Oh, schade. Wir sind glücklich. Wir haben noch Pizza bekommen.
gab keinen Döner mehr, aber der Mann war so nett und hat uns noch Pizza gemacht. Für 30 Euro? Ja, mein Gott, ey. Zwei Stück. 30 cm Durchmesserpizza, um genau zu sein. Aber die riecht total gut. Und da freuen wir uns jetzt richtig drauf, besser als nichts zu essen, weil bei der langen Strecke müssen wir jetzt wirklich was futtern. Guck, wie weit das geht. Boah, bis hinten hin. Das ist eine richtig lange Bucht. Schade, wenn ich jetzt hier so stehe, ist jetzt hier eigentlich das Meer. Aber man sieht nichts. Wir setzen uns jetzt mit unseren leckeren 30-Euro-Pizza hier hin. Eine, was hast du, Salami? Ich hab Döner. Ich hab Salami und Henning hat Döner-Pizza. Geil. Noch 417 Kilometer und wir haben eine Mücke im Auto. Aber ich glaube, die hat mir gerade schon in der Hand gestochen. Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Leuchte mal, Linda. Ich juckt schon überall. Wie Saus und wie Braus. Doch bereit sie, wir fließen auf heute noch aus. An der Nordseeküste. Es ist 2:30. Wir fahren noch 4 Stunden. Knack. Ich hab mir eine Apfelschorle geholt. Knapp 3 Stunden. Oh, darf ich mal probieren? Ich trinke eigentlich nie Energy Drink. Aber um wach zu bleiben, ne? Guck mal, da fahren die Windkraftflügel an uns vorbei. Wow. Die haben überholt vorhin. Da war eben ein Schwertransporter, mein Gott. Da fahren jetzt alle. Und wie schmeckt's? Künstlich. Okay. Ich hab nicht mehr getrunken. Wow. Voll die Pest. Schmeckt nach übertriebenen süßen Gummibärchen. Ja. So richtig süß. Süße Gummibärchen. So, wir haben noch 3 Stunden. Linda ist eingeratzt. Stille. Irgendwie. Geil. So, 2 Stunden sind es noch. Linda ist schon komplett am Pennen. Die Stunde, also 59 Minuten. Und es wird schon hell. Meine Güte. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Und wir essen jetzt noch die Pizzareste. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Die Nacht ist vorbei, die bösen Geister sind weg. Ich geb dich aus dem Bett und mach Kaffee, die tote Tanten weg. Sind schön. Ist es da? Oh mein Gott, ey. Das war eine Tour. Umringe, ey. So kalt, heute 7 morgens. Aber da ist unser Kaffee. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Der Henning ist jetzt arbeiten gefahren. Wirklich Hut ab an ihn. Die ganze Fahrt ist er durchgefahren und geht jetzt arbeiten. Mit 2 Stunden Schlaf. Unglaublich. Ich wollte euch jetzt den Ofen nochmal zeigen. So sieht das gute Stück aus. Guckt euch das mal an. Das ist eine richtig gute, hochwertige Marke. Italienisch. Da sieht man noch die Schrift. Ja, das ist richtig cool, das Teil. Das ist echt qualitativ und robust. Und hier noch eine Schublade dazu, die mir aber eingepackt. Und hier, das hat die Verkleidung so einen Sandton. Das ist super schön. Die kommen dann halt noch außen rum, wenn das aufgebaut wird. Aber wir zeigen euch das dann, wenn es soweit ist, wenn das Wohnzimmer fertig ist, dann kommt dann halt auch der Kamin dahin an die richtige Stelle. Und dann können wir den höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch im Winter benutzen und damit das ganze Haus heizen. Also ein richtig langes Stück, was wir gefahren sind, aber es hat sich einfach, wie gesagt, so gelohnt. Und ich werde es jedes Mal wieder so machen. Ja, dann würde ich sagen, tue ich dieses Video an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.